Ja, wir sind hier in Nordwales. Das ist einer unserer durchaus populären sagen wir, Erprobungsstandorte, wo wir auf sehr anspruchsvolle Fahrbahnen unsere Fahrwerke testen. Das machen wir regelmäßig. Das sind eigentlich die meist anspruchsvollen Strecken, die es so in Europa gibt. Und wenn ein Auto hier funktioniert, dann funktioniert es eigentlich weltweit. Ja, beim Fahrwerk vom Fünfer, da greifen wir zurück auf die Architektur, die im Siebener letztes Jahr präsentiert worden ist. Wir haben hier ein Fahrzeug mit die Technologien variable Dämpferkontrolle. Wir haben eine Integral-Aktivlenkung, eine Allradlenkung sozusagen, die erstmals auch in Kombination mit X-Drive erhältlich ist. Und wir haben auch ein adaptives Wanksystem, was auch die Rollbewegungen des Fahrzeugs unterdrückt. Ja, die neuen Innovationen sind das X-Drive in Kombination mit IAS. Das ist erstmalig da. Wir haben erstmalig einen Adaptive Mode bei Fahrzeugen mit einer geregelten Dämpfung. Das sind so die wesentlichen Neuerungen, die wir gegenüber dem Vorgänger haben. Adaptive Mode ist eigentlich ein Mode, wenn Sie die anwählen, dass Sie eigentlich für die beliebige Fahrzeugsituation oder Fahrsituation, worin Sie sind, die optimale Fahrwerksabstimmung haben. Und das wird ermittelt anhand von Daten, die über GPS zur Verfügung gestellt werden, als auch über das, was das Fahrzeug erkennt bezüglich Fahrstil. Also wo fahre ich, wie fahre ich, und das wird dann bestmöglich eingestellt. Ja, wir haben durchaus einige Sachen nochmal geändert. Wir haben eine elektrifizierte Lenkung auch beim Allrad. Wir haben ein anderes Dämpfersystem jetzt drin. Wir haben die Achsen ein wenig modifiziert. An der Vorderachse haben wir eine Kinematikanpassung durchgeführt und an der Hinterachse haben wir ein neues Achskonzept, was wir jetzt eingeführt haben, was die Achse leichter und steifer macht. Ja, das ist natürlich für uns immer ganz spannend. Wir haben ein sehr hartes Wettbewerbsumfeld, sehr hart umkämpft. Wir haben da die Führungsposition zu verteidigen und das muss man natürlich erstmal schaffen. Und ich meine, das ist uns mit Anwendung dieser Technologien gelungen. Aber es ist natürlich ein hartes Stück Arbeit. Die Konkurrenz schläft nicht, bietet auch viele technische interessante Optionen an. Aber bei uns geht es darum, mit der Technik, die wir vorhanden haben, das Bestmögliche herauszuholen, also das Integrationsergebnis. Well, we've got several new things in the 5 Series. One of the most interesting topics is that we can combine the X-Drive with the all-wheel steering as well, IAS, Integrated Active Steering. And we've got a new damper system implemented in this car. And we've got the so-called Adaptive Mode. Yeah, it's something we know from the 7 Series. We introduced it over there, which allows you to adapt your driving style depending on the position where you are. So the car knows where are we, it knows how you're driving, and that therefore it will be the best possible combination of both to perform as good as possible. Wales is one of our favorite locations if we are talking about testing driving dynamics. Why? Because the roads are very demanding, very bumpy, a lot of bends over here. The tarmac is quite rough, so you have a lot of road noise. And what we do here with almost all our models is look how they behave on these roads and do some fine-tuning on them to get the best performance out of the cars. If we know that the car functions well over here, it will work all around the world. Adaptive mode means that if you have a car with adaptive dampers, and you've combined it with the GPS, that the car knows where you are, and that depending on your driving style and your position, the car will decide for you what's the best setup of the car. So if you're driving slowly and more comfort orientated, the car will be in its softest setting. If you're driving a bit faster, pushing hard on a demanding road, it will go to the sport setting. Well, what we've got is we've got now on all cars, also on the X-Drive cars, we've got an electric power steering. We've got an electric entry roll system, which was in the previous one, it was here hydraulic. And we've got a combination of a lowered sport suspension together with X-Drive.
So those are the main, the most important innovations for the 5 series. We are living in a very tough world concerning our competitors. And we know that they do a lot of improvements on their cars, so the bar is getting raised and raised and raised. So for us it's also important to set a new standard, because we are the most successful car maker in this segment.